So, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind wir jetzt online. Hallo und herzlich willkommen zum Networking Friday am 28.04. Ich darf erstmal ganz herzlich Christoph Wiedmann begrüßen. Christoph ist einer der Vorstandsgründungsmitglieder, also ganz von Anfang an eigentlich mit dabei bei OpenEMS. Seit 2018 habe ich gerade eben erfahren, ist OpenEMS bereits schon mit am Start. Und genau deswegen freue ich mich sehr, dass wir dich heute mit dabei haben, Christoph. Heute geht es um dynamische Stromtarife und ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und genau, für alle, die zuhören, wie immer, wenn ihr irgendeine Frage habt zwischendurch, dann schreibt gerne in den Chat oder hebt die Hand. Ansonsten bleibt gerne danach noch mit in der Runde, um einfach noch ein bisschen sich auszutauschen und zu networken. Und dann würde ich das Wort auch schon an dich übergeben, Christoph. Ja, vielen Dank. Ja, dann ziehe ich mir doch gleich mal eine kleine PowerPoint drüber auf den Bildschirm. Muss ich den noch teilen oder ist der automatisch dann da? Tamara? Muss ich noch was tun oder sieht man mich? Sieht man meinen Bildschirm, meine PowerPoint? Man sieht deinen Bildschirm noch nicht, aber du darfst den noch einmal teilen. Das heißt, unten, da siehst du das Symbol für Send to Audience. Okay, Share Screen. Noch funktioniert es nicht. Tut sich bei dir irgendwas? Screen sharing not allowed. Warum das auch immer jetzt? Fenster oder Bildschirm auswählen. Ah, da habe ich vielleicht hier. Genau, das hört sich schon richtig an. Und jetzt funktioniert es auch schon. Jetzt funktioniert es schon. Okay. So, dann muss ich meine PowerPoint wieder suchen, weil die siehst du jetzt, glaube ich, noch nicht. Die sollte aber jetzt kommen. Ja, also ich sehe meine Präsentation, ich hoffe, ihr auch. Also, damit auch herzlich willkommen von mir, Christoph Wiedmann. Christoph, ganz kurz, wir sehen leider deine Bildschirmpräsentation, sehen wir noch nicht. Warum seht ihr die nicht? Ich sehe den Bildschirm, in dem du auch im AirMeet drin bist. Okay. Dann haben wir noch ein Problem beim Teilen. Dann versuchen wir es mal damit. Das sieht gut aus, ja. Das ist richtig. Genau. Wow. Okay. Ja, also nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph, wie schon vorgestellt. Ich bin eines der Mitglieder im Vorstand, schon von Anfang an mit kurzer Unterbrechung. Ich bin kein Entwickler, aber ich mache in meinem normalen Geschäftsleben seit vielen Jahren Vertrieb und ab und zu auch Marketing. Und deshalb bin ich ein bisschen derjenige, der zum Markt hin auch kommunizieren darf. Und da habe ich mich die letzten 2 Monate intensiv mit den dynamischen Stromtarifen befasst. Und das ist jetzt ein Thema, da bin ich jetzt auch kurzfristig eingesprungen, statt irgendwann übernächste Woche einen eigenen Termin zu machen, weil ja der Referent für den heutigen Networking Friday kurzfristig ausgefallen ist. So, jetzt muss ich noch schauen, wo ich hier weiter. Ja, ich wusste nicht so genau, wer alles dabei ist. Ich habe auch nicht den 100% Überblick. Deshalb mache ich jetzt eine ganz kurze Vorstellung noch von OpenEMS.
Also ich lese nicht alles vor, was auf den Folien steht. Hier nur die Message aufnehme. Es gibt es seit 2018 mit einem relativ kurzen Vorlauf unter den Gründern. Und wir hatten damals auch schon da ganz unten gelb hervorgehoben, dass wir eben auch die Teilnahme an flexibilitätsorientierten Geschäftsmodellen und zur Stabilisierung der Stromnetze auf der Agenda haben. Und das ist genau das Thema, was jetzt dieses neue Gesetz, dieses von uns zumindest lang erwartete Gesetz, uns ermöglicht, in einem größeren Ansatz auch zu unterstützen. Was hatten wir denn damals erwartet? Sind davon ausgegangen, dass nicht so günstig grün und unabhängig sein wird wie Solarstrom oder allgemein, dass dezentral sich ausbreitet, dass Energie, auch Strom, deutlich teurer wird, aber vor allem auch volatiler, dass die fossilen Brennstoffe abgelöst werden durch Erneuerbare, durch eine CO2-Abgabe. Inzwischen sind auch ein paar Dinge dazugekommen, wie Corona und Krieg hier in Europa. Und dass die dezentrale Flexibilität eben das Stromnetz auch stabilisieren kann. Und auch damals waren die Akteure schon klar, die das ermöglichen. Also das ist nicht unbedingt die Nachttischlampe, die man da ausregelt, um das Netz zu stabilisieren, sondern es sind die größeren Verbraucher und zum Teil auch Produzenten oder auch Speicher. Also die Speichertechnologien, die Wärmepumpe und die Elektroautos, weil die kann man eben auch verschieben. Ja, wir sind ein Netzwerk visionärer Macher dieser oft zitierten Energiewende. Da sind noch nicht alle drin, weil das ist jetzt schon wieder ein paar Monate alt, diese Grafik. Warum reden wir von einem Betriebssystem der Energiewende, was wir hier voranbringen wollen? Ganz einfach, weil wir über eine ziemlich große Komplexität reden, die da auf uns zukommt, die da durch entsprechende Tools auch gelöst werden muss. Und da gibt es einige Folien dazu. Eine will ich mal kurz erläutern. Ein Energiemanagement, das steht einfach im Zentrum des Handelns. Wir haben da Erzeuger, zum Beispiel PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke, die zusammenzubringen sind mit den Lasten, ob die jetzt gesteuert sind oder ungesteuert. Die Steuerbaren, die sind für uns deutlich wichtiger, weil da kann man mehr tun. Entkoppelt wird es dann durch Speicher und natürlich im Hintergrund, so wie aber auch schon immer, durch das Netz, in Zukunft vielleicht durch andere Geschäftsmodelle, die auch im Netz möglich sein werden. Aber das sind nur die lokalen Aspekte. Dann gibt es die Aspekte im Verbund. Also da spricht man von virtuellen Kraftwerken, von Clouds, Stromclouds, von Quartieren, die eine gemeinsame Lösung haben, Peer-to-Peer oder anderen Dingen. Die anderen Themen, die überspringe ich jetzt mal, weil ich will ja jetzt nicht nur OpenEMS hier vorstellen und die Gedanken dazu. Wir haben, und das ist halbwegs aktuell, 6 Monate alt, 5 Monate alt, diese Grafik, da haben wir mal gezählt. Wir sind inzwischen in 20 Ländern aktiv. Also aktiv heißt, es gibt OpenEMS-basierte Lösungen in 20 Ländern. Wir sind ein Verein, das heißt, das ist jetzt keine strategische Markterschließung, die wir da zugrunde legen, sondern da haben wir einfach in der Community gesehen, wo sind die Akteure, die etwas gemacht haben und wo ist was im Einsatz. Das kann man da nachschauen und da haben wir doch gesehen, da sind wir doch eigentlich auf der ganzen Welt verbreitet, natürlich stark in Europa, aber auch in allen möglichen Ländern. Ja, wir haben einen entsprechenden Wert auch schon. Da gibt es Tools, wie man sowas hochrechnen kann. 13 Millionen waren es letztes Jahr. Inzwischen werden es schon ein paar Euro mehr sein. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem heutigen Thema mit den
dynamischen Tarifen. Ja, digitale Brücke für dynamische Stromtarife. Eine Brücke von welchem Ufer zu welchem? Vom Stromanbieter zum Kunden, in das Energiemanagement zum Kunden. Wir haben da schon einige Projekte, einige Lösungen gemacht. Fennecon hat ein paar Apps im Fennecon Energiemanagement-System für Tibber, Avatar und Stromdau gemacht. Stromdau selber ist auch mit seinem Regionalstromkonzept am Markt. Es gibt bisher eine rechtliche Grauzone, also möglich war das, aber es war konkret gelöst. Und es gab jetzt im Januar einen Kabinettsbeschluss, dass jeder Stromanbieter einen dynamischen Strom anbieten muss ab 2025. Und es gab letzte Woche am 20.04. das ganze Thema im Bundestag und es wird demnächst auch in die dritte Lesung kommen, also im nächsten Monat. Und dann wird es wahrscheinlich ziemlich schnell auch umgesetzt. Und unser Ansatz ist jetzt, dass wir mit OpenEMS hier so eine Brücke bauen, über die die Preise geschoben werden können. In Zukunft wird vielleicht auch nur die Verbrauchsdaten, weil die werden von anderen auch benötigt. Und das EMS, das Open EMS, das steht da natürlich im Zentrum. Warum? Das zeige ich gleich an der Grafik. Ich hoffe, die ist bei euch größer zu sehen und ich hoffe, die kann man lesen. Ich muss jetzt noch ein bisschen zur Seite gucken, weil auf meinem kleinen Bildschirm sehe ich das nicht richtig groß. Also da habe ich mal versucht, in der Grafik das Ganze darzustellen. Das Energiemanagement, das ist jetzt wirklich quasi so im Mittelpunkt eines Netzes, wie die Spinne im Mittelpunkt ihres Netzes. Als Data Owner des Energiemanagement, das hat sowohl die ganzen Daten vom Kunden und es braucht auch für den Kunden die externen Daten und es werden in Zukunft halt immer mehr die Preise sein. Also es kann auch sowas wie Wetterdaten sein, die man sich da reinholt, um irgendwas zu optimieren. Aber jetzt reden wir eigentlich über die Preise. Und vielleicht werden es noch andere Dinge. Und das, was wir jetzt eben mit einigen solchen dynamischen Tarifen schon gemacht haben, ist einfach, dass wir uns von den Energieversorgern, also Tibber, Avatar, Stromdau, die Preise holen, derzeit einmal am Tag, und die in das Energiemanagementsystem der Kunden, die verwenden wollen, die auf Basis der Preise auch optimieren wollen. Die schieben wir darüber. Und dann führt es zum Beispiel dazu, dass jetzt im Winter war es ganz einfach so, da hat man dann halt ein Elektroauto nachts geladen, weil da war der Strom an der Börse halt sehr, sehr günstig. Und hat dann in den Morgenstunden oder auch tagsüber oder abends, wenn der Strom besonders teuer war, so etwas halt nicht gemacht. Und statt Autoladen das kann man dann eben auch ersetzen, mit Wärmepumpe betreiben, oder den Stromspeicher beladen. Und das wollen wir jetzt aufbohren. Das wollen wir aufbohren, indem wir hier statt drei Partner, drei EVUs, so viel wie möglich erreichen und dass wir hier die Kunden nicht nur vom FEMS, vom Fennecon Energiemanagement System erreichen, sondern die Kunden anderer Energiemanagementsysteme. Und damit, glaube ich, hätten wir was gekonnt. Es waren viel Diskussionen in den letzten Wochen. Insbesondere auf Messen, auf Kongressen, auf denen ich war oder auch andere Kollegen waren. Und da kamen immer wieder die Fragen, ja Moment, aber das funktioniert ja so nicht. Wir brauchen ja auch Daten, nämlich Verbrauchsdaten und das kam dann von Energieversorgern, die ganz einfach Verbrauchsdaten dafür brauchen, um ihre Energiemengen zu kalkulieren, die sie dann noch liefern müssen. Oder diese zusätzlich liefern müssen. Darauf müssen sie auch vorbereiten. Und
Dann gibt es natürlich noch den VNB, den Verteilnetzbetreiber. Der braucht auch Daten, weil der muss wissen, wann sein Netz an eine kritische Grenze kommt. Und das ist jetzt noch nicht Bestandteil von dem jetzigen Gesetz, wird aber dort auch schon diskutiert, wird in einigen Ecken diskutiert. Eine der möglichen Lösungen ist, wenn sich dort ein Engpass abzeichnet, dass dann dynamische Netzentgelte ja zukünftig gelten werden und dass die dann auch wieder über diesen Preis, den wir jetzt angehen wollen und zu uns reinziehen wollen, dass die dann diesen Preis mit beeinflussen. Ob das genauso wird oder nicht, da kann ich dem Gesetzgebungsverfahren in Diskussion nicht vorgreifen, aber das wäre eigentlich eine Lösung, wie sie öfters diskutiert wird. Und das Ganze können wir natürlich auch nicht alleine machen. Dazu braucht es ein Smart Meter Gateway, beziehungsweise den Messstellenbetreiber, der das betreibt. Das ist neu, das hatte ich jetzt noch nicht reingeschrieben. Das hatte ich jetzt heute beim Durchschauen der Unterlagen nochmal gesehen. Das ist vielleicht hilfreich, wenn man den Messstellenbetreiber hier auch mitnimmt. Ja, aber im Moment reden wir mal über diese Stufe 1. Ja, dann gehe ich weiter. Status, wo sind wir jetzt? Viele Gespräche. Bisher vor allem im Vorstand oder von Vorstandsmitgliedern mit anderen Mitgliedern oder auch mit externen. Und ich habe hier mal aufgelistet anhand meiner Gespräche, die ich geführt habe, jetzt vor allem im März und April. Energieversorger, Verteilnetzbetreiber, Verbände, Regionalstromanbieter, Bürgerenergieverbände, also zwei Bereiche, die, glaube ich, in Zukunft auch deutlich stärker werden. Ganz interessante Gespräche mit Forschungsprojekten, die an dem Thema dran sind, aber eine Stufe höher, wo es um den Verteilnetzbetreiber geht, der dort sein Netz schützen will, entlasten will und immer kommen dort dann die Anforderungen, ja, wir müssen halt wissen, wir müssen von unseren Kunden ihre Verbrauchsdaten erfahren. Aber die Verbrauchsdaten, die haben die halt nicht und die haben die aus guten Gründen nicht und die sind auch nicht dafür aufgestellt. Und irgendwer muss das eben organisieren und da glauben wir, dass wir als Energiemanagement dafür prädestiniert sind. Und die sind auch hoch interessiert an diesem Konzept. Ein ganz spannendes Gespräch hatte ich mal mit einem Fachjuristen dazu. Der hat mich also eine Dreiviertelstunde gelöchert und hat mir erzählt, warum das nicht geht. Und ich bin ihm also keine Antwort schuldig geblieben. Und das Gespräch führen wir fort. Die KfW Bank denkt darüber nach, Energiemanagementsysteme zu fördern. Und wenn das Open Source basierte Systeme sind, die also nicht einem einzelnen Akteur gehören, dann sind die hochinteressiert dran. Smart Meter Gateway Anbieter sind wir auch im Gespräch und Messstellenbetreiber. Also im Prinzip die ganze Klientel, die sich mit diesen Themen befasst. Und alle sagen, ja, das klingt richtig gut. Und das Besondere, was ihr habt als OpenEMS, ihr seid eine unabhängige Plattform. Und das wäre vielleicht eine richtig schöne Sache, da einen Standard aufzuziehen, der dann über euch läuft, weil dazu braucht man halt auch eine unabhängige Instanz. Ups, das Bild hat man schon. Und jetzt sind wir schon durch. War es das? Nein, das kann es nicht noch gewesen sein. Hat man das schon? Ich glaube, da habe ich ein, zwei Folien noch über. Ausgeblendet, aber ich glaube, das reicht auch erstmal, um jetzt einen Impuls zu setzen. Und dann würde ich auch schon sagen, steig mal in die Fragen ein. Ich schaue inzwischen mal noch, ich glaube, ein, zwei Folien. Die könnten da noch versteckt sein und ausgeblendet sein aus Versehen. Die ziehe ich mir noch her. Aber jetzt seid ihr dran. Tamara, übernimmst du die Diskussionsleitung? Genau, wenn irgendwelche Fragen jetzt gerade eben entstanden sind,
Dann dürft ihr natürlich gerne in den Chat bei uns reinschreiben. Bisher sind jetzt leider noch keine Nachrichten reingegangen. Aber wenn euch da gerade eben irgendwas noch direkt eine Frage einfällt, dann dürft ihr die doch ja, einfach in den Chat mal reinschreiben, wo wir sie dann direkt für alle einmal stellen können. Ansonsten, Christoph, solange du noch auf der Suche bist, würde ich euch noch bestimmt die Abkündigung geben. Und zwar, dass am 12.05. findet der nächste Networking Friday wieder statt. Dieses Mal dann mit Tobias Schwarz. Hier geht es dann um die Produktionsdaten und Quellcode von Wechselrichtern als Open Source. Genau. Da dürfen wir auf jeden Fall auch schon mal gespannt sein, was da kommen wird. Jetzt sehe ich gerade eben, in den Q&A-Bereich wurde was geschrieben. Genau. Wie ist die Timeline für Stufe 1 etc.? Genau. Christoph, kannst du da uns vielleicht schon mal irgendwas noch dazu sagen? Muss ich jetzt nochmal, ist meine Folie jetzt zu sehen wieder oder noch? Die Folie Status ist gerade eben zu sehen. Genau. Die Folie Status ist im System. Okay. Zu sehen, ja, dann müsste ich wahrscheinlich, weil ich habe die ausgeblendete Folie aufgefunden. Aber sie teilen ein Fenster einer anderen Anwendung. Okay, dann beende ich die mal und teile nochmal neu. Und das wird dann hoffentlich. Siehst du was anderes jetzt? Aufgaben steht da drüber. Genau, die Aufgabenfolie, die ist gerade eben zu sehen. Das ist zu sehen. Okay, ja, da würde ich gerne die Frage nach der Timeline oder würde ich gerne noch kurz zurückstellen. Also was wir im Moment machen, sind die Anforderungen der ÖVUs nochmal aufnehmen. Also ein Großteil davon ist ja schon passiert. Das nochmal matchen gegenüber dem Konzept, was bisher bei Stromdau und bei Fennekon da gemacht wurde. Muss man da vielleicht noch andere Dinge mit aufnehmen? Zum Beispiel so etwas wie, wird das auf Stundenbasis oder auf Viertelstundenbasis gemacht, dass man das vereinheitlichen können, dass man das dann also in ein Konzept einbinden, diese Schnittstellendefinition da dann nochmal überarbeiten. Konkret definieren. Dann kommt auch eine ganz spannende Sache. Was werden da an Kosten auf uns zukommen als ein getragener Verein? Da tun wir uns ja, da sind wir ja in einer ganz besonderen Rolle, so etwas dann auch so darzustellen, dass es am Ende günstig wird und wirtschaftlich. Als Verein haben wir ja wenig finanzielle Mittel, also wir können das nicht machen. Wir müssen aber die Kosten kalkulieren und in irgendeiner Form dann aufteilen. Da gibt es schon einige Ideen, aber das müssen wir halt konkretisieren. Entwicklungskosten ist jetzt mal getrennt von den Betriebskosten. Das eine ist eine Investition, die muss man vorfinanzieren und das andere sind auch die Betriebskosten im laufenden Betrieb. Was kostet das die Akteure, also die Energiemanagementsysteme, beziehungsweise deren Kunden oder auf der anderen Seite die Partner aus der klassischen Stromwirtschaft. Und dieses Geschäftsmodell muss dann eben erstellt werden. Da müssen irgendwann auch dann Verträge geschrieben werden und angeboten werden. Und jetzt kommen wir zu der Frage nach der Timeline. Wir haben Mitte Juni vom 14. bis 16. die in München, die frühere Intersolar. Jetzt sind wir auf der Teilmesse EM Power und dort haben wir einen Stand und dort würde ich das gerne so weit haben, dass wir dann zumindest schon Vorverträge anbieten können, dass wir bis dahin also wissen, was wir konkret da als Dienstleistung, als Brücke anbieten wollen. Und das war so eine erste Version noch im Laufe des Jahres auch an die ersten Kunden rausbringen können. Ja, das ist
erstmal diese Frage nach der Timeline soweit beantwortet. Genau. Nee. Es gibt auch schon weitere Fragen. Ich würde einfach direkt weitermachen. Genau, und zwar OpenEMS ist auch für Endkunden verfügbar, die zum Beispiel ein modernes Smartphone selbstständig verwalten. Also, wie, wo würde so jemand dabei beginnen können? Ich habe jetzt akustisch nicht verstanden, die ein modernes Smartphone verwalten. Genau. Ja. Die modernes Smartphone oder Smartphone. Smartphone? Oh, Entschuldigung, Smart Home. Es tut mir leid. Ja, klar. Also das ist natürlich auch möglich. Also wir haben ja bei uns in der Community die KNX Association. KNX macht ja auch Smart Homes und die sind da auch sehr aktiv mit dabei, an ihrer Community sowas auch auszurollen. Dort bei KNX gibt es auch nicht nur ein Energiemanagementsystem, sondern gleich mehrere. Und da sind wir aber auch offen für andere Experten, die da Dienstleistungen in Richtung Smart Homes anbieten. Also nochmal zu OpenEMS, wir sind ja generell für alle offen, für alle Anwendungen. Es muss Sinn machen. Und ob es Sinn macht, das entscheiden noch nicht mal wir, sondern das entscheidet der, der meint, er hat da eine sinnvolle Anwendung, die anderen helfen wird. Und das wird dann entschieden durch den Erfolg, den er hat. Also ganz klares Ja für Smart Homes sind wir da natürlich auch sehr offen. Und wir sehen auch, dass viele daran interessiert sind. Ich habe zum Beispiel auch jetzt in Stuttgart auf der Volta X mit anderen, also ich komme ja von Fennecon, vom Speicherhersteller, und da waren aber auch einige andere Speicherhersteller, mit denen ich da im Gespräch war, und die waren auch sehr angetan davon, bei so etwas mitzumachen. Muss nicht unbedingt heißen, dass die dann ihr Energiemanagementsystem rauswerfen und nur mit OpenEMS arbeiten. Aber dass sie so eine zusätzliche Dienstleistung hat, einfach andocken können an ihr System. Und dieses ganze Thema Einsammeln von Tarifen und die Standardisierungsdiskussionen führen, dass das halt nicht jeder selber machen muss, sondern dass man das einmal macht als Community und dann den anderen verfügbar macht. So, Cool. das war eine längere Antwort. Genau, dann kommt jetzt auch eine längere Frage. Gibt es Pilotprojekte, wo wir Regionalwerke uns einbringen können? Wir haben in die Richtung schon ein Forschungsprojekt zusammen mit Consolino, mit Consumern, deren Daten wir jetzt aggregieren. Ziel: Bilanzkreisausgleich mit dynamischen Stromtarifen. Also, Ja, genau. eigentlich schon die Antwort in der Frage drin. Genau, Also da ist, glaube ich, sowohl. einfach so ein bisschen dieser praktische Bezug wahrscheinlich die Frage. Ja, das könnte sein, dass die Frage in die Richtung geht. Also Regionalwerk ist bei uns Mitglied, Consolino ist Mitglied. Ja, das sind Projekte, die eben, wo Mitglieder von uns zumindest involviert sind oder die auch selber den Hut aufhaben, das weiß ich im Einzelfall gar nicht genau, wo sie bei solchen Projekten jetzt eben auch in unterschiedliche Rollen reingehen. Einmal die Rolle als Stadtwerk, zum anderen auch die Rolle als Verteilnetzbetreiber. Und dort müssen sie dann halt verschiedene Aufgaben erfüllen. Und das glaube ich, passt da sehr, sehr gut, weil ein Regionalwerk oder ein Regionalwerk ist ja ein virtuelles Stadtwerk dann auch. Die könnten dann da natürlich auch solche Tarife anbieten und unsere Dienstleistung dafür nutzen. Definitiv. Definitiv ja. Okay, dann können wir auch schon die nächste Frage stellen. Was macht es sicher, dass nicht die großen VNBs eine von ihnen verwaltete Struktur schaffen,
die ihre ersetzen oder parallel laufen? Der macht mich gar nicht sicher. Aber ich bin sicher, wenn niemand was tut, dann werden es die machen und viel Geld dafür verlangen. Aber ich glaube, wir sind in einer guten Position, da etwas machen zu können, weil wir erleben ja seit einigen Jahren, dass diese Entwicklung hin zur Dezentralisierung eine ganze Branche massiv fordert, die halt nur eine zentrale Welt kennt, eine Top-Down-Welt kennt. Und ja, da gibt es wenig Kopiervorlagen. Also vor wenigen Jahren war die Digitalisierung auch noch nicht so weit. Und die Gespräche mit den großen Akteuren aus der Energiewirtschaft, die zeigen durchaus, dass die noch nicht wissen, wo es lang geht. Und ein anderer Aspekt ist halt, wir haben in Deutschland 900 noch was Stromtarife. Und ja, wenn ein Großer jetzt da etwas anbietet, also auf der Stromanbieterseite, ja, dann müssen halt dann 900 etwas anbieten. Da reicht es nicht, wenn es einer oder die fünf Großen sowas anbieten. Und bei den Verteilnetzbetreibern ist es ähnlich. Das sind Dinge, die einfach dauern. Ich glaube, wir haben im Moment eine gute Chance. Das Gesetz kam relativ schnell und unerwartet. Also passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir so gewohnt sind aus der Politik. Die Schlagzahl, mit der Robert Habeck und sein Ministerium da jetzt agiert. Und ich glaube, viele haben nicht damit gerechnet, dass es so konkrete Gesetzesentwürfe jetzt schon gibt. Und ja, das sind noch nicht allzu viele wirklich so weit. Aber eine Sicherheit, dass das was wird, haben wir nicht. Aber wenn wir da schnell eine Lösung schaffen, dann haben wir eine Chance. Das soll ja bis 2025 gemacht werden. Natürlich gibt es auch schon Diskussionen, naja, das wird sicher nochmal verschoben. Aber das Spannende in dem Gesetzentwurf bisher ist ja, dass man das jetzt schon machen kann. Und wenn wir jetzt etwas tun und es gut ist und wir schnell sind mit einer ersten Version, dann müssen sich alle anderen daran messen. Dann müssen die also auch langsam in die Gänge kommen. Und vielleicht wird ein Markt auch jetzt doch schon vor 2025 verteilt, wenn es da Lösungen gibt. Also ich habe da gute Hoffnung, eine Sicherheit gibt es nicht. Okay, die nächste Frage ist dann, wird ein SMGW Voraussetzung sein oder rein erstmal ein entsprechend ausgebautes EMS mit Mieteranbindung? Also mit Discover-G haben wir das Ganze ja schon gemacht bisher und das hat ja viele Sachen schon gelöst und an anderen Stellen hat es Probleme gemacht. Und dieses neue Gesetz, was jetzt da gerade im Bundestag ist und jetzt im Mai final entschieden wird in der dritten Lesung, das sagt ja, dort geht es nicht nur um das eine Gesetz, sondern auch um das Messstellenbetriebsgesetz, das da abgedatet wird. Und da gehen wir davon aus, dass das dann Voraussetzung ist. Also dass dort verpflichtend, dass für die Betreiber größerer Komponenten sind, also ab einer entsprechenden Energiemenge pro Jahr oder ab einer entsprechenden Leistung, 6 kW geistert da durch den Raum. Also für die meisten Wärmepumpen wird das gelten. Das wird für Elektrofahrzeuge gelten und das sind die und die Stromspeicher. Und das wären auch die Endkunden, die es da gilt, in den Fokus zu nehmen. Und die haben in der Regel auch alle ein Energiemanagement im Einsatz. Okay, dann haben wir hier eine Frage mit gleich mehreren Fragen drin. Und zwar Oliver fragt, wo kommen die Preise dynamische Tarife her?
Was bedeutet dynamisch? Jede Viertelstunde ein neuer Preis. Day ahead ein neuer Preis. Oder ändert sich der Preis jeden Tag? Ja, noch nicht final geklärt. Wir haben jetzt von den dreien, die wir integriert haben, ich glaube zweimal das auf Stundenbasis und einmal auf Viertelstundenbasis. Die wesentliche Zeitscheibe in der Energiewirtschaft ist seit vielen Jahren die Viertelstunde. Ich würde auch mal davon ausgehen, also ich würde mich jetzt nicht auf Stunde fokussieren, sondern auf 15 Minuten. So machen wir es faktisch auch bei den Partnern, die, wo wir die Tarife abholen auf Stundenbasis. Da schieben wir die unseren Kunden dann auch, also einen Stundenpreis, den multiplizieren wir dann eben, beziehungsweise schieben den gleichen Preis für die 4 Viertelstunden einer Stunde weiter. Einfach weil wir schon davon ausgehen, dass das auf Viertelstundenbasis mindestens wird. Es gibt auch Diskussionen, eine Minute oder Echtzeit, glaube ich nicht, aber das wissen wir alles noch nicht und das weiß ja auch sonst niemand. Also ich würde sagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit den 15 Minuten, da ist man nicht verkehrt. Woher die Preise kommen? Ne, von den Stromanbietern. Und die haben ja genau das Problem, dass die sich dann diese Preise aus den Rippen schwitzen müssen. Und das haben wir ja jetzt im letzten Jahr gesehen, dass das nicht so einfach ist. Weil die müssen ihre Energiemengen ja auch beschaffen. Und wenn man so unkonkrete Planungsunterlagen hat, wie das letztes Jahr war, dann wird es halt schwierig. Und jetzt wird es immer unkonkreter. Jetzt haben wir die letzten Atomkraftwerke nicht mehr zur Verfügung, was ja sehr schön und gut ist und was die Energiewirtschaft da auch pusht. Also die müssen halt mit dieser dynamischen, volatilen Situation jetzt umgehen können und dann tun sie sich schwer. Und ich habe in meinen Gesprächen immer wieder gehört, ja, da muss uns der Kunde was liefern. Ja, der Kunde kann das auch nur bedingt liefern. Der weiß ja auch nicht, wann er die Heizung braucht, wann er sein Auto laden will oder laden kann. Zu dem Thema hat, glaube ich, Michael Schabel noch was zu sagen, der gerade eben noch die Hand gehoben hat. Ich würde ihn einmal auf die Bühne holen und hoffen, dass es gleich direkt geht. So, Michael, du bist. Genau, man hört dich. Und ich mache meine Kamera noch schnell an. Hallo zusammen. Ich bin für die Regionalwerke GmbH unterwegs und wie oben in der Frage schon vorformuliert, haben wir eben ein Projekt laufen, weil wir eben auch glauben, dass wir so ein System brauchen und unsere Prosumer unter anderem für die Bilanzkreisausgleiche mit etwas dynamischen Stromtarifen natürlich auch, ja, ich will nicht sagen ködern, aber halt belohnen wollen für Lastausgleiche, für Speicher etc. Und ich wollte jetzt nur noch mal auf meine Frage noch mal nachhaken. Wie können wir uns in das Thema einbringen? Also wir haben schon quasi ein Grundsetting, wir haben jetzt Stufe 0, sage ich mal, dass wir auf diverse Prosumer zugreifen können. Kommen wir auf dich, Christoph, zu und sagen, wann können wir wie auch wirklich in die Praxis gehen? Natürlich gibt es auch alles Mögliche zum Geschäftsmodell, wie du schon gesagt hast. Wie soll es laufen? Ja, also genau, das ist das weitere Vorgehen. Jetzt. Es sind, wir haben einige Themen parallel zu diskutieren. Wir haben eine Diskussion zu führen, die jetzt mehr technisch ist. Das ist die Schnittstellendiskussion. Da müssen wir noch sehen, wer das koordiniert. Das bin wahrscheinlich weniger ich, weil ich nicht der Entwickler, der Programmierer bin. Aber die Geschäftsmodelldiskussion, ja, also ich würde bitten, diese Anfragen beziehungsweise das Heben des Fingers, ja, da würde ich gerne mitmachen, da würden wir uns gerne einbringen. Das bitte im Moment an mich.
Und ich würde das sammeln. Und da werden wir dann, also das würden wir auch kurzfristig machen. Und würde ich euch einfach bitten, völlig formlos euch zu melden. Ich würde nächste Woche dann schauen, dass wir erste Termine machen können für übernächste Woche. Und dann diese Termine in kleineren Gruppen, inwieweit wir die dann öffentlich machen oder nicht öffentlich, das weiß ich im Moment noch nicht, aber dass wir die Themen Geschäftsmodelle und die Themen Finanzierung, dass wir die ein gutes Stück vorwärts bringen, dass wir auch weitere Gespräche dann führen, also abklären, wer führt mit wem Gespräche, dass wir diese Sachen eingesammelt bekommen und in dieses Geschäftsmodell integriert bekommen. Also die Frage, der Antwort nochmal wiederholt, ja, an mich. Auf der letzten Folie steht auch noch die Adresse. Die Folien, Tamara, ich glaube, die verschickst du hinterher. Das wird wahrscheinlich Rebecca machen, aber genau, ich könnte mir vorstellen, dass man das eventuell auf die OpenNAME.SIO dann entsprechend hochladen können, Ja. dass die öffentlich zugänglich sind. Ja, und dass da meine E-Mail noch draufsteht oder sowas und dass ich da erreichbar bin. Super, danke. Mail ist quasi unterwegs. Super. Okay, Michael, das heißt, Hand ist zurückgezogen. Das heißt, Frage wurde ausreichend beantwortet. Das freut mich natürlich. So, dann haben wir noch zwei Fragen in der Pipeline bei Q&A, soweit ich weiß. Die würde ich mit euch noch durchgehen. Und ansonsten wäre es ja auch die Überlegung, dass ihr dann einfach noch an den Tischen zusammensitzt, wenn da noch irgendwelche offenen Fragen sind. Genau. Da kam noch die Frage, wie soll veränderte Lastprofile durch die Reaktion im Day-Ahead-Markt berücksichtigt werden? Genau. Christoph, magst du Nochmal. gleich was sagen oder möchtest du beide Fragen erstmal hören? Ich habe die Frage nicht verstanden, Ah, akustisch. okay. Die Frage war, wie soll das veränderte Lastprofil durch die Reaktion im Day-Ahead-Markt berücksichtigt werden? Da gibt es noch keine Vorgabe meines Wissens. Also das muss noch geklärt werden und das ist ja auch nicht unbedingt unser Thema. Wie das konkret zu machen ist, da ist ja auch der Gesetzgeber noch dran. Und da müssen wir uns nur verlinken dann mit den Akteuren, die dort aktiv sind. Also der Headmark, der wird da ein bisschen umgekrempelt. Und was von dort kommen wird, das wissen wir nicht so genau. Ich hatte da schon interessante Gespräche mit dem Fraunhofer ISE. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Kürzel von diesem, nicht Fraunhofer ISE, sondern Fraunhofer, Entschuldigung, ich glaube IOSOB heißen die, die genau da ein spannendes Projekt machen und das ist dort dann abzustimmen. Also wir als OpenMS, wir sind ja nur ein relativ kleiner Akteur, ein kleines Rädchen da und wir müssen uns da schon in diese Nische reinbringen, wo wir unsere hohe Kompetenz haben. Und das ist ganz einfach das dezentrale Energiemanagement. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, also da gibt es Ideen, dass man, ja, wenn man Day-Ahead-Markt, also 24 Stunden oder von mir aus auch 10 Stunden vorher sich schon entscheidet für etwas, dass das dann anders aussieht, als wenn ich erst 5 Minuten vorher dann aktiv werde. Oder wenn ich mich halt nicht entscheide und dann einfach mein, sagen wir, Auto laden will, dass dann halt auch teurer wird. Also dass das wirklich je näher ich an den Punkt komme, desto flexibler bin ich, desto teurer kann es aber auch werden. Aber wie das konkret umgestaltet wird und auch über den Preis gestaltet wird, das glaube ich, das werden wir nicht entscheiden können. Wir müssen nachher nur mit den Preissignalen umgehen können. Okay, das ist jetzt die Frage. Wir haben noch eine Frage und der Oliver Warwick, der hat die Hand gehoben. Ich würde ihn einmal schon auf die Bühne holen, damit wir da dann auch noch Sehr schön. direkt drüber reden können. Oliver, du hast eine Frage Nicht. und
keine Fragen, ich hätte einen Kommentar zu dem, hört man mich? Man hört dich, ja. Genau. Ja. Mit dem System noch nicht so vertraut, das ist wieder neu. Ich habe einen Kommentar zu der Frage mit den Lastprofilen, weil das der Christoph ja gerade auch genannt hat. Ja, das ist tatsächlich, ich habe es auch kommentiert, das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil durch die Beeinflussung über die Tarife sich eine Veränderung der Last ja ergibt. Und, und diese Veränderung der Last, die muss ja durch die Lieferanten wieder beschafft werden. Und das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen. Und dann eben, deswegen war meine Frage vorhin bezogen auf die Tarife, wo die herkommen, ob es da schon Erkenntnisse gibt. Ist das etwas, was die Lieferanten sich ausdenken oder reichen die einfach die Börsentarife weiter? Also die Unsicherheit im System ist aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben und aus den Tests, die wir gemacht haben, wird steigen, was ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und dem muss man mit entsprechenden Methoden begegnen. Und da stehen wir gerne zur Verfügung. Also dann, da freut sich das Fraunhofer-Herz natürlich, weil da können wir wieder super unterstützen. Das nur als Kommentar zu dem Thema. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch eine der ganz, ganz spannenden Fragen. Also ich hatte schon viele Diskussionen in die Richtung, weil wir jetzt aus der Praxiserfahrung halt sehen, ich sage jetzt mal ganz platt, nachts um 3 werden oder haben in den letzten Wochen und Monaten, seit ich das genauer beobachte, die aktiven Kunden dann halt den Strom verbraucht, da wo es geht. Also zum Beispiel das Elektroautoladen oder auch den Pufferspeicher über die Wärmepumpe oder über den Heizstab aufheizen, dass man morgens um 6:30, wenn man unter die Dusche will, da keine Energie braucht. Das ist schön und gut. Aber das funktioniert heute bei wenigen Akteuren, die dann eben sehen, aha, nachts um 3 ist der Strompreis am günstigsten und vom Dach wird jetzt in den letzten Monaten kam vom Dach noch nicht so viel, zumindest da, wo ich wohne. Wenn das dann aber alle sehen und wir ganz viele Akteure haben, dann wird der Preis nachts um 3 auf einmal ganz schön hochsteigen und dann haben sowohl die Stromlieferanten ein Problem, ihre Mengen vorzuhalten, aber auch die Verteilnetzbetreiber haben ein Problem, weil denen fliegen dann die Leitungen um die Ohren. Und genau da braucht man einen Regelmechanismus, der das wieder dämpft. Vorstellen kann ich mir da eine ganze Menge, aber da geht es, glaube ich, nicht darum, dass ich da was erfinde oder der Oliver Warwick was erfindet, sondern da muss man gemeinsam eben, oder müssen eigentlich auch andere Akteure als OpenEMS da Lösungen schaffen. Wir müssen das nachher allerdings, diese Dienstleistung über diese Brücke schieben. Also wir müssen diese digitale Brücke bauen und wie die Bedingungen sind, dass wir da was rüberschieben. Das ist dann eine Sache, deshalb müssen wir auch mit vielen reden, dass man dann eben weiß, dass die Brücke die richtige ist und ob dann ein rotes oder ein grünes Auto oder ein gelbes Fahrrad über die Brücke fährt oder ein weißer Fußgänger darüber joggt, das darf dann nicht mehr relevant sein. Okay, Oliver, ist die Frage soweit beantwortet? Ah, sieht fast so aus, die Hand wurde zurückgezogen, sehr gut. Dann würde ich jetzt noch ganz kurz die letzte Frage einmal vorlesen. Und zwar, ist es realistisch, dass jeder das dynamische Stromtarif ab 2025 anbieten kann? Oder ist es auch ein verkapptes Marktbereinigungsmaßnahme? Beziehungsweise, was soll gesetzlich passieren, wenn man den dynamischen Stromtarif nicht anbieten kann? Warum soll man den nicht anbieten können? Also ich verfolge jetzt seit mindestens 5 Jahren die Diskussion darüber, nee, eigentlich schon viel länger. Und im industriellen Bereich haben wir das über 100.000 Kilowattstunden pro Jahr, da haben wir das ja schon, ich weiß nicht wie lange, dass ich auch einen Leistungspreis am Netz habe. Also warum soll es nicht andere Preismechanismen geben? Das sind ein paar Aufgaben zu erledigen, ja. Und wie der Oliver Warwick gerade gesagt hat, das ist kompliziert oder komplex. Aber das sind doch keine Dinge, die nicht möglich sind. Es gibt ja auch schon einige Modelle, wie das gehen könnte. Da wird fleißig diskutiert, was ist besser, was ist schlechter. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht, dass wenn man sowas einführt, dass am ersten Tag
alles perfekt funktioniert, was man im Gesetz braucht. Wenn man das nicht dauernd ändern will, dann sind irgendwelche Nachführmechanismen, um gewisse Änderungen auch einzusetzen, dass man also einmal im Monat, einmal im Jahr, wie auch immer, Auswertungen fährt und aufgrund von denen dann Anpassungen durchführen kann. Also da haben wir doch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Bereich der erneuerbaren Energiegesetze. Und nicht alles davon war ja schlecht. Also ich sehe eigentlich überhaupt kein Problem, dass dieses Thema, was eigentlich unheimlich dringend ist seit langem, dass man das jetzt umsetzt. Und wichtig wäre mir, dass das pragmatisch und einfach umgesetzt wird, vielleicht auch mit einer 80%-Regelung. Weil es gibt ja eine ganze Menge Akteure, die werden das auch nicht nutzen können. Also die Kleinverbraucher, für die ist das ja wahrscheinlich gar nicht relevant. Ich habe ja vorhin mal meine Nachttischlampe zitiert. Die gehört ja da nicht unbedingt dazu. Oder die Verbraucher, die halt nur ganz wenige kW-Leistung in Anspruch nehmen. Und die muss man da auch nicht mit reinnehmen. Für die muss man auf der Preisseite dann vielleicht was anderes finden, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Aber das wird zumindest von der Menge her nicht aus dem Ruder laufen können. Also ich bin da sehr optimistisch, dass dynamische Tarife eine sinnvolle Lösung bringen werden. Wunderbar. So wie ich gesehen habe, sind keine neuen Fragen mehr mit dazugekommen, auch keine Wortmeldungen. Das heißt, Diskussion ist da, glaube ich, noch das richtige Stichwort. Bleibt gerne noch einfach noch in dem Meeting mit drinne und in den Breakout-Rooms, wo man sich entsprechend dann nochmal drüber austauschen kann. Und damit wünsche ich allen schon mal ein schönes verlängertes Wochenende. Danke auch. Okay.